Heute geht es genau um dieses Thema Sommerloch in der Finanz- und Versicherungsbranche. Und wisst ihr was? Ich habe früher nie gewusst oder nie gedacht, dass es ein Sommerloch gibt, weil ich habe einfach nicht kontinuierlich genug Umsatz oder nicht kontinuierlich genug umsatzproduzierende Tätigkeiten gemacht, um irgendwie zu merken, dass es ein Sommerloch gibt. Ja? Die meisten Vermittler haben nämlich folgenden Ablauf des Jahres. Ja? So. Im Januar, Februar kommt irgendwie die Kohle rein vom Jahresendgeschäft, ganz viel Abschlussprovision, ganz viel Bestandsprovision. Ja. Da wird in der Regel Urlaub gemacht, da werden auch zum Beispiel auch Jahresauftaktveranstaltungen von irgendwelchen Pools vertrieben oder Versicherungen abgehalten. Da gibt es irgendwelche Roadshows, wo man sich ausbilden, fortbilden kann. Ja. Und dann irgendwann mal so zwischen April und Mai finden die ersten zaghaften Versuche statt, dass man Umsatz schreibt, dann vermag es noch nicht so richtig anzufangen. Ja, und die Leute schieben das einfach darauf, dass jetzt bald ja Urlaubszeit ist. Dann irgendwann mal Juni, Juli, August ist dann wirklich Urlaubszeit, Ferienzeit. Die Leute sind schwer erreichbar, sind vielleicht auch im Endeffekt nicht unbedingt aufgeschlossen gegenüber Versicherungs- und Finanzgesprächen, sagen, lass uns das nach unserem Urlaub regeln, lass uns das regeln, wenn ich dann meinen Urlaub habe oder sonstiges. Ja, also sind verschiedene Möglichkeiten dann vorhanden zu Ausreden. Und ja, die meisten Vermittler, die meisten Berater akzeptieren das und sagen, ja klar, warum nicht, lass uns das später machen. Dann nehmen wir mal später, so und zwar September, und ab September geht dann Jahresendgeschäft los. Da wird endlich Umsatz geschrieben. Ja? Ich kann halt von mir berichten, ich habe früher zwischen September und Weihnachten habe ich ca. 50-70% meines Jahresumsatzes geschrieben. Das heißt, die restliche Zeit, die restlichen 8 Monate, 9 Monate, eigentlich fast gar nichts. Ja? So. Und diese Arbeitsweise, die macht eigentlich relativ wenig Sinn, weil am Ende des Tages landest du irgendwo bei einem Umsatz von XY, was du halt jedes Jahr hattest, weil du jedes Jahr dieses Jahresendgeschäft gemacht hast. Aber im Jahresendgeschäft finden ja meistens, plötzlich aus Panik, umsatzproduzierende Aktivitäten statt. Ja? Das heißt, da werden Kunden angerufen, da wird Einwandbehandlung gemacht, da werden Termine vereinbart, da wird der Kunde aufmerksam gemacht, aktiv, er könnte sich ja irgendwas sparen durch Wechsel. Was du natürlich jetzt nicht unbedingt machen solltest, ist dein Jahresendgeschäft vollfeuern mit Autoversicherungen. Das funktioniert nicht gut, bringt für dich keinen großen Mehrwert und für die Kunden auch nicht. Weil kein Kunde wird sich daran erinnern in 40 Jahren, oh mein Gott, dieser geile Typ hat endlich meine Kfz-Versicherung verglichen im Jahr 2021 und mir 231 Euro im Jahr eingespart. Und davon konnte ich mir ein halbes Wellness-Wochenende mit meiner Frau leisten. Wird nicht passieren. Ja? Wenn die Leute erinnern sich wirklich an die großartigen Leistungen, die du bringst, wenn die wirklich versichert sind und wie jetzt aktuell in Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel Rheinland, man einfach das Haus wieder zurückbekommt von der Versicherung, wenn du gut gearbeitet hast, als Beispiel. Ne? Oder wenn man krank geworden ist oder berufsunfähig geworden ist, dass man halt dann Kohle von der Versicherung bekommen hat. Daran werden sich die Leute wirklich jahrzehntelang erinnern, aber nicht daran, dass man irgendwie 5 Euro, 10 Euro, 200 Euro im Jahr bei irgendwelchen Autos gespart hat. Ja? So. Aber wie gesagt, Fakt ist, die meisten machen nur zum Jahresende diese umsatzproduzierenden Tätigkeiten. Und das ist eigentlich schade, weil das ganze Jahr über sind Kunden empfänglich und bereit, was abzuschließen. Das Einzige, was sich ja zum Jahresende ändert, ist, dass du Umsatz brauchst, dass du plötzlich verbindlicher wirst, dass du plötzlich imstande bist, Druck auszuüben, positiven Druck auf die Kunden, damit sie was unternehmen. Die restlichen 8-9 Monate des Jahres machst du das eben gar nicht, weil da bist du satt, bist in der Komfortzone, hast keine eigenen Standards, hast keine Kennzahlen, die du befolgst jeden Tag, vertrieblich. Naja, und das ist halt im Endeffekt dann auch das Problem, was da rauskommt, dass keine Kontinuität in deinem Geschäft ist. Ja? Mangelnde Kontinuität, die macht einem Angst, weil man weiß ja nicht, wann, wie, wo der nächste Kunde auftaucht, wann, wo, wie die nächste Provision auftaucht. Viele leben halt eben in so einem Wechselbad der Gefühle. Plötzlich haben die viel Geld auf dem Konto durch Jahresendgeschäft, dann monatelang gar nichts. Ja. Dann kommen durch die Steuern nachzahlen und dann kommt man plötzlich in irgendwelche Spirenzchen. Ja. So. Das ist halt nicht so schlau. Schlau wär's, wenn du wirklich jeden Monat planbare Aktivitäten hast, jede Woche planbare Aktivitäten, jeden Tag, jede Stunde planbare Aktivitäten runterbrichst. Solange du jetzt aktuell noch nicht mehrfach sechsstellig Umsatz machst im Jahr,
Wenn du jetzt noch nicht mal sechsstellig bist im Jahr, dann sollten mindestens 80% deiner Zeit auf Akquise und Verkauf, Vertrieb gehen. So. Wenn das aktuell bei dir nicht der Fall ist, dann weißt du ja auch, warum du jetzt noch nicht sechsstellig bist. Oder warum du ja, bei deinen Umsätzen, die du jetzt vielleicht erreicht hast, wie ein Hamster, hast dich vom Bestand hochgehamstert. Ja, warum du da stagnierst und nicht mehr weiterkommst. Ja. So, also, stell mal vor, du hast Januar, Februar, März, April, über Jahre hinweg, jeden Monat, jede Woche eine Statistik, welche umsatzproduzierenden Tätigkeiten welche Früchte tragen. Dann hättest du auch diese Unsicherheit weg. Weil, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn wir längere Zeit keinen Umsatz machen, ich fühle mich ein bisschen unsicher. Ich fühle mich ein bisschen unwohl. Ich werde unruhig. Ne? Und dem treten wir entgegen bei mir im Unternehmen, indem wir jeden Tag messbare Vertriebsaktivitäten fahren und jeden Tag messbar Umsatz schreiben. An dem einen Tag mal weniger, an dem anderen Tag mal mehr. So. Und dann hast du auch die Gewissheit, dass die ganze Geschichte, das ganze System grundsätzlich insgesamt funktioniert und du einfach nur genug Aktivitäten tun musst. Wie zum Beispiel über Social Media Leute anschreiben, wie zum Beispiel Content posten, wie zum Beispiel Videos drehen, was ich jetzt gerade mache, oder Podcast aufnehmen, was ich gerade mache. So, das sind alles Punkte, die kannst du messen und du kannst diese Aktivitäten im Umsatz umrechnen. Ja? Das heißt, wenn ich weiß, wenn ich jede Woche zweimal Podcasts mache und dreimal YouTube-Videos, ich weiß, die werden 1.000, 2.000, 3.000 Leute erreichen, spielt auch gar keine Rolle. Vielleicht mal, wenn ich ein richtig krasses Influencer-Video drehe, vielleicht auch mal 10.000 Leute. Aber spielt keine Rolle, weil ich weiß, dass von den Leuten, die sich meine Videos anschauen, die meinen Podcast anhören, so wie du jetzt aktuell gerade, wird ein bestimmter Prozentsatz sich bei mir melden. Wir werden mit ihm Umsatz schreiben. Und warum ich das weiß? Weil es die letzten Monate, die letzten Jahre auch immer so gut geklappt hat. Und es gibt auch gar keinen Grund, warum es nicht mehr klappen sollte. Aber wenn du jetzt dein Geschäft nicht messbar machst, wenn du nicht weißt, ja, wie du messbare Sachen in dein Geschäft einführst, wie du, was du überhaupt genau tun musst, um auf einen Euro Umsatz zu kommen, bei mir kann man das genau zurückrechnen, dann schwebst du immer in so einer Unsicherheit, in so einer Gefahr, in so einer komischen Halbsituation, wo du dir unsicher bist, ja, funktioniert mein Geschäft überhaupt noch nicht. Und die meisten Menschen, die meisten Kollegen merken nicht mehr, dass jetzt aktuell Sommerloch ist, weil es ist für die ganz normal. So, die Coaching-Teilnehmer, die wir haben, und ich und andere Unternehmen mit einem strukturierten, planbaren Vertrieb, die merken schon das Sommerloch, weil jetzt aktuell in den Monaten Juni, Juli, August ist es einfach so, du machst die gleichen Aktivitäten wie die anderen Monate, aber es kommen in der Regel weniger Termine zustande, es kommen in der Regel weniger Umsätze zustande und ja, das ist im Endeffekt, woran man so ein Sommerloch erkennt. Dein Sommerloch ist einfach da, weil du einfach die ganze Zeit nichts machst. Von daher registriere dich auf meiner Homepage auf www.vladimirsimonov.de für eine kostenlose Beratung. Und ja, wir werden dir helfen, das alles zu regeln und einen planbaren Prozess zu haben, damit du Kunden bist. Bis dann, dein Vladimir Simonov.